Genau in einer Woche werden wir sitzen um den Seder-Tisch. Wir werden den wichtigsten Feiertag in unserem Kalender feiern, Chag HaPesach. Und wir haben zu Chag HaPesach viel Symbolik, viele komische Dinge, die wir tun. Ja? Die Kinder fragen, Mani Shtana Laila Azeh, was ist anders an diesem Abend als an anderen Abenden? Das ist immer, das gibt ein großes Fragezeichen über viele Dinge, die wir tun. Und genau das ist die ganze Bedeutung von Pesach. Dass wir uns auseinandersetzen mit unserer Vergangenheit, mit unserer Geschichte und Fragen stellen und auch Antworten geben. Es war einmal ein Rabbi Israel Merilau, er ist gesund, er war der Oberrabbiner von Israel, vor langer Zeit. Heute, ich glaube, er ist schon sicher 90, Holocaust-Tübel, der hat eine faszinierende Geschichte, dieser Mann. Sein Sohn ist heute Oberrabbiner von Israel, Rabbi David Lau. Und der erzählt, dass er mal in Israel getroffen hat, einen europäischen Diplomaten, hat gemacht eine Rundreise in Israel. Nach der Rundreise hat er gesagt, wo der Rav, ich bin sehr verwundert. Ich bin sehr verwundert. Ich war im ganzen Land Israel, aber ich habe nirgendwo gesehen, Denkmäler, Statuen, habe ich nicht gesehen im ganzen Land. Er sagt ihm, ich war in vielen Plätzen der Welt. Überall, wo ich gehe, gibt es Denkmäler über große Ereignisse, die waren in dieser Nation. Es gibt Statuen von großen Persönlichkeiten in jedem Land, in Israel nichts. Und ihr habt so eine Geschichte, ihr habt so viel Kultur, so viele große Menschen. Und das passt nicht. Wie im Land der Bibel gibt es keine einzige Sache, die euch daran erinnert, die andere erinnert, was hier passiert ist. Ihr habt nicht verstanden. Der Rav Lau hat ihm geantwortet auf eine sehr jüdische Weise. Er hat ihm gesagt, hören Sie zu, das jüdische Volk im Laufe der Geschichte ist so viel herumgewandert. Es hat überhaupt nicht die Möglichkeit, Denkmäler und Statuen zu errichten auf einem Boden. Weil sie waren so oft weg, von Land zu Land, von Land zu Land, von Land zu Land. Was sollen sie aufbauen? Eine typische jüdische Antwort. Es gibt nichts. Sie hatten keinen fixen Boden, wo sie waren. Und dann hat er noch was gesagt, das ist die Lehre für uns. Wir haben zwar keine Denkmäler, die auf der Erde stehen, aber wir haben viele mobile Denkmäler. Was ist ein mobiles Denkmal? Die Matzah. Wir essen Matzah zu Leila Seder. Das ist unser Denkmal. Damit erinnern wir uns an den Auszug aus Ägypten. Wir haben Lulav, wir haben Sukkah, wir haben Tfilin, wir haben Shabbat, wir haben Mezuzah. Alle diese Dinge erinnern uns an etwas. Gott hat uns aus Ägypten geführt, die Wolken und so weiter, Meeresspaltung. Wir haben viele Denkmäler im Laufe des gesamten jüdischen Jahres. Ich habe laut ihm gesagt, diese Denkmäler sind viel stärker als irgendein aus Stein gemachtes Denkmal. Weil das schaust du nur an, es spricht nicht zu dir, es lebt nicht. Du siehst das Denkmal, denkst nur an eine Vergangenheit, aber nicht an eine Zukunft oder eine Gegenwart. Aber wir essen die Matzah, wir essen sie, wir erleben sie, wir empfinden sie. Wir geben es unseren Kindern von Generation zu Generation. Wir erzählen nicht eine Geschichte, die einmal war, sondern wir leben die Geschichte heute auch noch und so lebt sie weiter. Damit diese Antwort, das ist Pesach. Wenn wir fragen, was ist Chag HaPesach, das ist die Geschichte aufs Neue erleben. Nicht es war einmal, sondern nicht es war jetzt. Jetzt ziehen wir aus Ägypten aus. Wir beginnen ja gerade mit den Worten Halach Ma'anya. Das ist das Brot der Armen. Das ist das Brot der Armen. Sind wir arm? Baruch Hashem, wir sind nicht mehr arm. Sind wir Sklaven? Wir sind keine Sklaven. Wir müssten sagen, jenes ist das Brot der Armen. Mhm. Wir sagen, das ist das Brot, das. Weil wir leben die Geschichte aufs Neue. Diese Matzah, die wir heute essen, das ist das Brot der Armen. Das haben unsere Vorväter gegessen. Das ist genau das. Wir machen die Vergangenheit lebendig. Für uns, aber vor allem für die Kinder. Vor allem für die Kinder, weil sie sind die nächste Generation. Und wenn sie das Judentum sehen, nur als eine Vergangenheit, dann werden sie es auch so behandeln. Vergangenheit ist eine schöne Geschichte. Und ich glaube sogar an die Geschichte, aber es verpflichtet mich zu nichts. Weil es ist schon vergangen. Was
hat nichts mehr mit mir zu tun, Kilo. Es hat mit mir zu tun, weil ich kann nicht mehr, ich brauche die Vergangenheit für meine Identität. Aber es verpflichtet mich nicht, es heute zu leben, weil es ist vergangen. Aber wenn wir ihnen vermitteln, die Vergangenheit lebt heute noch, wir erleben sie aufs Neue, dann ist das eine verpflichtende Vergangenheit. Eine Vergangenheit, wo du sagst, um deine Vergangenheit zu leben, musst du sie weiterführen. Dann wird die Vergangenheit zur Überlieferung. Vergangenheit wird zur Überlieferung. Ja? Das ist das, ein Mensch muss wissen. Immer wenn er mit Gott zu tun hat, mit Torah zu tun hat, mit uns zu tun hat, gibt es immer eine Frage, die er sich stellt. Was habe ich davon? Wenn die Antwort ist, was habe ich davon in Zukunft? Oder was haben meine Vorväter davon in der Vergangenheit? Sind die Chancen sehr gering, dass jeder Mensch die richtige Entscheidung fällen wird. Wenn er sagt, was habe ich davon jetzt? Jetzt, für mein Leben, wie ist das aktuell für mein Leben? Dann wird er sich wahrscheinlich für das Richtige entscheiden. Der Mensch sucht immer, was er davon hat. Was nützt mir das jetzt nicht? In Gan Eden, in Zukunft oder Vorväter? Ich lebe mein Leben jetzt. Ich lebe nicht für die Vergangenheit, ich lebe nicht für die Zukunft, ich lebe für jetzt. Es war ein Mann, er hat eine nicht-jüdische Freundin gehabt und sie wollten heiraten. Aber er kam von einem traditionellen Haus. Und je näher der Hochzeitstermin anrückte, hat er ein schlechtes Gewissen. Es ging er zu einem Rabbin, um sich mit ihm zu beraten. Und der Rabbiner gesagt, bist du verrückt? Deine Vorväter drehen sich im Grab um Abraham, Isaac, Jakob. Wie kannst du das antun deiner Vergangenheit? Du hast eine grundvolle Vergangenheit, wie jeder Jude. Er hat sich aufgefressen, hat sich verlassen. Nach 2 Wochen Liebeskummer, versöhnen wir uns, ist wieder zurückgekehrt zu ihr. Neuer Heiratstermin. Doch, wieder ein Heiratstermin. Er rückt wieder näher und schon wieder. Schlechtes Gewissen. Ich frage einen anderen Rabbiner. Andere wieder gesucht. Da habe ich gesagt, was, bist du verrückt? Denk an deine Zukunft. Deine Kinder werden Goyim sein. Gan Eden. Wieder. Hat wieder die Frau verlassen. Ich kann nicht. Doch, wieder nach 2-3 Wochen, liebes Kummer, ist wieder zurückgekommen. Doch, wieder noch auf das Termin. Die war geduldig, diese Frau. Ja? Und wieder. Und wieder frisst sich auf. Sagt, wie kann ich das tun? Aber ich habe 2 Rabbiner gefragt. Ich frage noch einen letzten Rabbiner und dann entscheide ich mich. Gegangen zu einem Chabad-Rabbiner. Der Rabbiner hat gesagt, diese Frage ist zu heavy für mich. Ich fahre zum Lubavitcher Reben nach New York. Ich fahre. Er kam zum Reben für $1. Hat dem Reben gesagt, Rebbe, ich habe ein Problem. Ich möchte heiraten meine nicht-jüdische Frau. Der Rebbe ihm gesagt, ich beneide dich. Beneidest du? Wie? Hat der Rebbe ihm gesagt, weil je Gott stellt eine, die, jede Prüfung ist eine Leiter, mit dem Gott einen Menschen nach oben bringt. Der Mensch muss die Leiter nur ausnutzen und nach oben steigen, nicht nach unten steigen. Der Rebbe sagt, ich beneide dich, weil diese Prüfung werde ich nie haben. Wenn Gott dir diese Prüfung gibt, das heißt, du kannst das schaffen. Er ist rausgegangen. Wow. Er war ganz außer sich. Er hat sie verlassen für immer. Aber die Frage, die sie stellt, warum hat diese Antwort ihn überzeugt? Er hat schon bekommen zu anderen Antworten, die war nicht weniger wichtig. Warum aber diese Antwort? Wieso hat diese Antwort ihn wirklich überredet? Das hat ihn dieser Rachabat-Rabbiner gefragt. Das hat ihm gegeben eine Antwort. Das hat mit uns zu tun. Er hat ihm gesagt, hör gut zu, der erste Rabbiner hat geredet über meine Vergangenheit. Ja, ich habe eine Vergangenheit, jüdisch Eltern, bla 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 bla, aber ich lebe mein Leben. Der zweite Rabbiner hat über meine Zukunft geredet. Wie finster sie ist. Schlimm, traurig, aber ich lebe trotzdem mein Leben. Ich lebe nicht für meine Zukunft. Aber nur der Rebbe hat mich angesprochen. Er hat meine Gegenwart angesprochen. Nicht, was war und was will sein. Was habe ich davon jetzt? Das hat mich das überzeugt. Das ist Pessach. Pessach ist das Fest, wo es geht um das Hier und Jetzt. Und deshalb müssen wir den Leila Seder so rüberbringen, dass wirklich wir empfinden, als würden wir heute aus Ägypten ausziehen. In dieser Nacht. Und unsere Kinder müssen so empfinden, als würden sie jetzt sitzen zu Leila Seder in dem Haus und draußen wütet die Plage der Erstgeborenen. Und morgen sind wir aus Ägypten raus.
So müssen wir diesen Abend rüberbringen. Deshalb ist es wichtig, diesen Abend zu machen, nach der richtigen Reihenfolge, mit den Halachot. Und wir müssen dann einen Crashkurs machen heute. Wir haben nicht so viel Zeit, aber wir werden das Wichtigste sagen. Zuallererst einmal, bevor wir kommen zu Pessach, eine Sache muss klar sein, kein Chametz. Wir dürfen zu Pessach kein Chametz essen, kein Chametz besitzen, kein Genuss haben von Chametz. Chametz ist tabu. Die Leute fragen, aber warum bist du so pedant? Chametz, das ist wahr, um sich an etwas zu erinnern. Und dafür drehst du deine ganze Küche auf den Kopf. Dafür schmeißt du Dinge weg, verkaufst einem Goy hin. Darum geht's. Ja, wir essen kein Chametz, weil wir wollen diese Geschichte neu erleben. So wie die Juden vor 3300 Jahren kein Chametz gegessen haben und sie hatten keinen Brösel von Chametz bei sich. Auch wir achten darauf, genau wie es war in der echten Geschichte, weil wir wollen das neu erleben. Deshalb essen wir kein Chametz und sind so pedant damit. Nur das ist die Sache. Weil wenn wir die Vergangenheit nicht in die Gegenwart übersetzen, haben wir die ganze Pointe verpasst. Also doch kein Chametz. So, das Verbot von Chametz beginnt nicht nur am Mittwochabend. Das Verbot von Chametz beginnt schon am Mittwochvormittag, ungefähr 10.30 Uhr. Und das Verbot, Chametz zu besitzen, beginnt eine Stunde danach, ca. 11.30 Uhr. Noch alles am Mittwoch. Man darf da noch arbeiten, man kocht. Der Freitag hat noch nicht begonnen. Aber das Verbot von Chametz beginnt schon früh, vormittags, am Mittwoch. Das ist ganz wichtig zu wissen. Sind ab 10.30 Uhr darf man nicht mehr essen? Essen, genau. Jetzt jemand, der noch Chametz zu Hause hat oder sein Chametz noch an einen Goy verkaufen möchte, er muss das gemacht haben bis 11.30 Uhr. Danach kann er das nicht mehr machen. Weil da beginnt schon das Verbot von Chametz. Dann hat er keine Befugnis mehr über dieses Chametz. Er kann es danach nur noch verbrennen, vernichten. Nicht mal in den Mülltonner kann er es noch werfen. Es darf nicht mehr da sein. Weil verbrennen wir das Chametz am Mittwoch. Verbrennen, Brot, das wir finden, werfen wir rein, dorthin, um es zu vertilgen, zu verbrennen. Mittwoch, Vormittag. Bis 11.30 Uhr. Ja. Auch dieses Verbrennen von Chametz, manche sagen, hin, her, sei Leute nicht wichtig. Das ist nicht richtig. Chametz zu verbrennen hat eine irrsinnige Bedeutung. Es gibt Lillenbrunngasse, glaube ich, es gibt in Karasedi, es gibt in Marzike Adat, es gibt verschiedene Synagogen, die im Vorhof verbrennen. Dann ein Vorhof, ein Innenhof. Das ist eine irrsinnig große Sache, dass man das tut, dass man auch die Kinder mitnimmt, wer groß genug ist, dass sie sehen, mitverbrennen, man spricht eigene Gebete. Gell? Also da war relativ eine in Erziehung ist das ein irrsinnig großer Effekt. Und wäre das schlimm, wenn man um 7, 8, 9 Uhr Nein, man, ist? Was? Wäre es schlimm, wenn man um 7, 8, 9 Uhr ist? Oder wann? Nicht? 7, 8, 9 in der Früh? Ja. Nein, man kann Brot essen, sicher. Viele essen noch Brot. Man sagt, kann man ja noch nicht essen. Gibt es eine Sicherheit nicht oder so? Nein, danach nur das Stück gut deinen Mund waschen. Ich meine, ich persönlich esse kein Brot, aber ich komme nicht dazu. Zeitlich, also so viel zu tun. Ich esse Kartoffeln oder ich esse was anderes, gell? Also ich komme nicht zum Brot zu essen. Aber es gibt Leute, die essen Brot. Kinder auf jeden Fall können Brot essen. Muss man aufpassen, das ist richtig zu bewahren. Also diese Chametz-Verbrennungsgeschichte gehört, ist ein Teil von das Neuerleben von Pessach. Gut, dann kommt Pessach rein. Wir haben Leila Seder. Wir müssen 4 Mitzvot zu Leila Seder erfüllen und damit erleben wir Leila Seder neu. 4 Mitzvot, also wir kennen sie, aber es ist gut, sie zu hören, damit wir wissen, was ist in der Haggadah die Hauptsache, worum geht es. Wir lesen aus einem Buch Haggadah, für manche ist das langwierig, sind ungeduldig. Nichtsdestotrotz, 4 Mitzvot, auf sie darf man nicht verzichten. Das sind 4 Gläser Wein zu trinken. 4 Gläser Wein. Rotwein ist besser als Weißwein, weil Rotwein erinnert uns an das Blut, das dort vergossen ist. Mindestens wie viel Milliliter? 86 Milliliter. Ja, 4 Gläser Wein für die 4 Ausdrücke der Erlösung im Buch. In der Tora werden 4 Ausdrücke der Erlösung erwähnt.
mit denen Gott versprochen hat, das jüdische Volk aus Ägypten zu befreien. Ja, Hozeti, ich werde euch rausführen. Hitzalti, ich werde euch retten. Gaalti, ich werde euch erlösen. Lakachti, Lileam, ich werde euch zu meinem Volk nehmen. Vier Ausdrücke der Erlösung. Deshalb trinken wir vier Gläser Wein, um uns an diese vier Versprechen Gottes zu erinnern. Jedes der Versprechen hat eine andere Bedeutung. Hat an sich, Gott wiederholte nicht viermal umsonst etwas. An sich Bedeutungen, und deshalb essen, trinken wir vier Gläser Wein. Es ist aber wichtig, diese vier Gläser Wein zu trinken, dort wo es vorgeschrieben ist, nicht vier Gläser hintereinander. Laut aschkenasischem Brauch spricht man über jedes Glas sogar eine Bracha vor dem Trinken. Laut sfaradischem Brauch nur über das erste und dritte Glas. Aber die vier Gläser trinkt, sagt man zu gewissen Stellen. Erstens ist Kiddush, das zweite Glas ist über die Haggadah, damit beenden wir die Haggadah. Das dritte Glas ist über Birkat Hamazon. Das vierte Glas ist über das Hallel. Also vier Gläser haben gewisse Stationen. Und wir trinken sie auf einmal, wenn es geht. Wenn wir es schwer haben, dann trinken wir es mehrheitlich aus. Und links angelehnt. Auch diese ganze Geschichte mit dem links anlehnen. Sagt er, wozu liegen? Weil wer heute ist links angelehnt? Früher war das üblich, heute macht das doch niemand mehr. In die Gesundheit und Steigen? Nein, Gesundheit ist, dass wir es nicht rechts tun. Deshalb machen wir links. Weil rechts, wenn wir rechts tun, dann geht die Luftröhre vor der Speiseröhre auf, liegt Luft auf Speiseröhre. Ungesund, kann man es gar nicht verschlucken. Aber die Frage ist, warum überhaupt dieses Anlehnen? Das ist doch überhaupt völlig ungebräuchlich. Die Antwort ist, erstens, das war nicht immer so. Das ist eines der Fragen. Wieso lehnen wir uns links an? Man nicht danach. Aber heute fragen wir das, weil es unüblich ist. Zu damaligen Zeiten hat man diese Frage gar nicht gestellt. Weil das war normal so zu essen. Alle haben, früher war es noch höher, früher waren die Tische nicht so hoch. Man ist am Boden gesessen. Ja, vielleicht Leute, die Japaner noch, weiß ich nicht. Wichtige Menschen haben Sofa, so Liegeplätze gehabt. Die Leute haben gegessen im Liegen, also im Halbliegen. Das war normal früher, so war das üblich. Das ist ein Zeichen, das haben wichtige Menschen gemacht. Einfache Leute hatten keine Zeit, so zu essen. Die haben schnell gegessen und gearbeitet. Wichtige Menschen hatten den ganzen Tag, sie konnten so liegen, so einschlafen. Essen, schlafen, aufstehen, wieder essen. Das war früher, wichtige Menschen haben so gegessen. Das war Luxus früher. Und wir fragen heute diese Frage, weil wir das ganze Jahr machen das nicht. Wir machen das nur heute. Wir fragen sie, um zu fragen. Wir wollen verstehen, warum heute essen wir anders. Um zu sagen, wir leben die Geschichte neu. Selber Grund, wir leben die Geschichte neu. Das ist ein Zeichen der Freiheit. Heute ist das nicht üblich. Aber früher war das sehr wohl üblich. Als Judas Ägypten ausgezogen war das üblich zu dieser Zeit. Und sicher auch noch danach. Deshalb machen wir das. Und wir machen das wann, wenn wir Dinge essen, die mit Freiheit zu tun haben. Wie Gläser Wein, Freiheit. Mazot, Freiheit. Aber Maror essen wir nicht links angelehnt. Weil Maror erinnert uns an die Sklaverei. Passt nicht links anlehnen. Afikoman wieder Mazah, Freiheit. Und über das ganze Fest mal, wenn es besser links anlehnen. Aber das ist so zentral, dass wer sich nicht links anlehnt beim Wein trinken, muss noch ein Glas Wein trinken. Links angelehnt. Wer nicht sich links anlehnt beim Mazah essen, muss noch einmal Mazah essen, links angelehnt. Also dieses links anlehnen ist nicht eine Nebensache, es ist sehr zentral. Zweitens die Mazah zu essen. Wir zu Leila Seder müssen dreimal drei Mazot essen. Einmal bei der Bracha, einmal mit dem Maror, Korech und einmal mit dem Afikoman. Dreimal 27 Gramm, Kesait. Dreimal Mazah müssen wir essen zu Leila Seder. Jemand, der es schwer hat. Das ist eine halbe Schnur. Ja. Jemand, der es schwer hat, isst nur eine Mazah. Einmal gesagt. Und jemand, der keine Zähne hat, man kann ihm die Mazah nass machen, was man sonst nicht machen sollte. Man kann sie ihm zerbröseln, damit es schlucken kann besser. Aber eine Minimum ist eine Mazah. Oder
Vielleicht auf die Frage Maschinenmatzah. Handgemachte Matzah. Wir haben schon geredet, dass es Matzah Shmura sein muss. Also eine besondere Matzah, Matzah Shmura. Aber es gibt auch Matzah Shmura Maschinenmatzah. Frage ist, was ist besser? Maschinenmatzah, Shmura oder handgemachte Matzah? Was glaubt ihr? Handgemachte. Was sagst du? Es ist authentischer, wir haben handgemachte. Ja, fair. Wenn wir begreifen, dass der ganze Sinn von Leila Seder ist, die Vergangenheit ins Leben zu rufen, natürlich nehmen wir handgemachte Matzot. Wir sagen, Halach Mahani, das ist das Brot der Armen und handwickige Matzot. Jedes Kind wird fragen, aber immer, die im Juden haben die Juden gegessen, vierkige Matzot. Nachon, jemand, der es technisch sieht, kann nehmen vierkige Matzot auch. Für die Mitzvah ist es okay. Aber es passt mit der Idee nicht zusammen. Dann sollte es runde Matzot sein. Wer keine runde Matzot und vierkige nehmen? Schmura! Aber natürlich, runde Matzot sind auf jeden Fall besser. Weil sie diese ganze Message ausdrücken. Okay. Das ist Matzah. Auch die Matzah essen wir links angelehnt. Gut. Drittens ist das Maror. Wir essen Maror zu Pessach. Wir essen Maror, Bitterkraut, das kann Kochsalat sein. Das kann eigentlich jede Sache sein, die ein bisschen bitter schmeckt. Kochsalat ist das, was sehr gängig ist, weil es bitter ist. Viele, und damit es wirklich bitter ist, tun auch Krähen hinzufügen. Wisst ihr, was Krähen ist, ja? Das Weiße, nicht das Rote, das schon gemischt ist mit Brotirüben. Das ist, um es angenehm zu machen. Und wirklich das Scharfe. Reiben es, essen es mit einem Kochsalat, um wirklich zu spüren, wie bitter, wie hart die Sklaverei in Ägypten war. Auch wir. Das geht. Jetzt fragst du, Lama, wieso, warum? Um das zu leben. Es geht immer um dieselbe Pointe. Wir müssen das leben. Wir müssen das auch heute leben, weil noch ist der Maschir nicht gekommen. Und die Juden spüren leider hin und wieder, wie bitter das Leben ist. Ne? Sei es, man lebt unter Goyim, sei es, man lebt in Israel. Wir spüren leider zu oft, dass das Leben bitter ist. Nicht immer, wie es wir gehen. Deshalb, das drückt das Bitterkraut aus. Solange der Maschir nicht da ist, ist das Leben bitter. Und die vierte Mitzwa. Und das ist vielleicht sogar die wichtigste Mitzvah. Das ist wirklich die Haggadah. Wir können die Matzah essen, wir können Maror essen, wir können vier Gläser Wein trinken. Aber wenn wir nicht darüber erzählen, warum wir das alles machen, verliert es an Bedeutung. Wenn wir Matzah essen, aber wir verstehen nicht, warum essen wir Matzah. Die Kinder verstehen nicht, warum esse ich Matzah. Maror, Wein. Es verliert die Pointe. Deshalb, das Wichtigste ist, die Haggadah zu lesen. Diesen Text, den die Chachamim für uns vorbereitet haben. Diesen Text zu lesen, ihn versuchen zu verstehen, so gut man kann. Es gibt heute Übersetzungen in jeder Sprache. Man kann es auch übersetzt lesen. Man kann auch Leute lesen lassen, jeder ein bisschen, damit alle aktiv mitmachen. Aber die Haggadah zu lesen, die von das Der Gala redet worüber die? Wir reden, dass wir waren Sklaven. Gott hat uns gerettet durch 10 Plagen. Dann erwähnen wir, was ist Matzah, was ist Maror? Warum machen wir diese Dinge? Was ist das Pessachopfer, das wir heute nicht mehr darbringen? Wozu war das? Also in der Gala ständig alles. Der Mensch kann natürlich hinzufügen, wie viel er möchte von sich. Aber wenn er die Gala liest und wirklich diesen Text analysiert, der muss gar nichts von sich sagen. Das ist genug Lernstoff und Gesprächsstoff für den ganzen Tisch. Aber es ist gut, dass man diese Haggadah vielleicht vorher ein bisschen durchliest. Für sich, damit man weiß, okay, vielleicht möchte ich hier noch was hinzufügen. Vielleicht gibt es hier eine schöne Geschichte, die ich erzählen möchte. Es gibt Haggadot, die haben das schon alles drin. Aber manchmal, wenn die Haggadah schon wie ein Buch wird, wird es schon so mühselig. Dann ist das auch nicht immer so eine gute Idee. Dass man ein ganzes Buch am Tisch hat und erst dann beginnt zu lesen. Sondern, am besten ist, man bereitet sich vor. Aber ich möchte auch schon jetzt geben ein paar Nekudot, damit ihr das mitnehmen könnt. Wir haben geredet von der Matzah. Warum essen wir Matzah? Warum essen wir Matzah? Um sich
zu erinnern. Ja, wow. Schnell gepackt haben, ja, gemacht haben. Moment. Wir essen aus drei Gründen Mazah. Das hat nicht nur einen Grund. Ja, es gibt drei Gründe, dass wir Mazah essen. Der erste Grund ist, wir essen Mazah, weil das haben die Juden gegessen in der Sklaverei. 210 Jahre. Was haben sie gegessen? Sie hatten Mehl mit Wasser, sie hatten keine Zeit, dass das gärt. Zack, 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 das war ihr Brot. Mann. Deshalb nennen wir das Brot der Armen. Seh Al-Achmania, das ist das Brot der Armen, das unsere Vorväter in Ägypten gegessen haben. Da Achalu Avotana, Avotana, Barad und Mitzrayim. Das ist dieses Brot. Das haben die Juden gegessen, die waren in der Sklaverei. Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei. Wir essen Mazah, weil Gott uns befohlen hat, Leil HaSeder, diese Nacht, wo draußen die Plage wütete, der Erstgeborene, tot Erstgeborene, saßen die Juden in ihren Hütten, wie wir sitzen Leil HaSeder zu Hause. Und sie haben dort gegessen Maror, sie haben dort gegessen Mazah, sie haben dort gegessen das Pessachopfer. Und sie haben erzählt, dass Gott jetzt Ägypten befreit. Wir heute erzählen die Geschichte in der Vergangenheit. Sie haben es erzählt für die Zukunft, dass Gott uns befreien wird in dieser Nacht. Der erste Pessachabend war in Ägypten. Haben Sie gewusst, wie was? Gott hat Moshe gesagt, sie sollen das Pessachopfer da bringen. Sie sollen Maror essen, sie sollen Mazah essen. Das heißt, der zweite Grund, dass wir Mazah essen, ist, weil das die Juden gegessen haben mit dem Pessachopfer und dem Maror. In jener Nacht, vor 3300 Jahren. Das ist der zweite Grund. Um zu erinnern an die Sklaverei. Der dritte Grund ist, das, was alle kennen, dass beim Auszug aus Ägypten hatten die Juden keine Zeit. Sie haben ja sich vorbereitet, ihr Proviant vorbereitet. Wir hatten keine Zeit, dass ihr Teig gärt. Dann haben sie schnell, weil die mussten schnell rausgehen. Haben sie schnell gemacht, damit das Brot schnell fertig ist. Also deshalb kein Gären, kein Chametz, kein gar nichts. Das ist der dritte Grund. Das ist der dritte Grund. Jetzt frage ich euch. Aber eigentlich sind das widersprüchliche Gründe, oder? Ja, schon. Ein Mazah einerseits ist... Sie essen das sowieso die ganze Zeit und dann müssen sie schnell backen und rauchen. Ja, fair. Wer hat uns vielleicht vorgestellt, sie sind sich frei, sie werden. Ja, sie könnten warten, Kuchen, Kekse. Nachon. Ja, aber sie haben Mazah gegessen. Und sie hatten es eilig. Aber bemerkt, was steckt dahinter? Auch die, das ist ein Widerspruch. Einerseits ist Mazah das Brot der Armen. Andererseits ist Mazah das Brot der Freiheit. Und wie es in den Schriften steht, das Brot der Emunah. Weil die Juden haben nur das mitgenommen. Sie haben sich auf Gott, sie gingen in die Wüste. Woher wussten sie, was auf der Wüste auf sie wartet? Sie haben an Gott vertraut. Sie haben Mazah mitgenommen, haben auf Gott vertraut, dass er ihnen den Weg weisen wird. Das ist eine große Prüfung gewesen. Das nennt sich die Mazah Brot der Emunah, weil sie haben in Gott vertraut. Sie haben nur Mazot mitgenommen. Nicht einmal gesäuertes, sondern nur ungesäuertes. Von dem Mann, das vom Himmel fällt, haben sie noch nichts gewusst. Ja, das kam auch viel später. Weil sie hatten Mazah, die ihnen gereicht für eine Zeit lang. Aber es ist eigentlich ein Widerspruch. Also was jetzt? Brot der Armen oder Brot der Freiheit? Wir essen dieselbe Mazah und eigentlich haben alle das, wir haben alles in dieser Mazah drinnen, aber eigentlich wie Armut und Freiheit. Widerspruch. Aber damit die Wahrheit ist, das ist kein Widerspruch, es geht Hand in Hand. Denn Mazah drückt zwar Armut aus, aber Mazah drückt noch etwas aus. Drückt Bescheidenheit aus. Armut bedeutet, dass ein Mensch bescheiden ist. Armut im Positiven. Mazah ist ein Brot ohne Zusätze. Kein was, kein Zucker, kein Salz, keine Gewürze. Es gärt nicht einmal. Es ist netto Brot ohne irgendeinen Zusatz. Es ist ein armes Brot. Ein Mensch, wenn er bescheiden ist, er ist wie Mazah. Ein Mensch, wenn er wissen möchte, wer er wirklich ist, er muss alles Äußerliche von sich wegwerfen. Er muss in sich reinschauen. Wer bin ich wirklich und was will ich wirklich? Solange er alle Zusätze hat, schön alle äußerlichen Schnickschnack, wird es sehr schwer, um sich selbst zu entdecken, weil er ist zu sehr beschäftigt mit den Dingen rundherum um sein Leben. Da sagt man dir, weißt du, wenn du es schaffst, Mazah zu sein, du schaffst etwas zu sein ohne Zusätze, arm. Nur du, dann wirst du frei werden können. Nur wenn der Mensch wirklich weiß, wer er ist
und was seine Aufgabe ist. Und er schafft es, in sich hineinzuschauen, ohne rundherum, ohne. Nur er wird wirklich Freiheit erreichen. Weil er wird dann wissen, warum er da ist, was seine Aufgabe ist, und er wird all seine Kraft fokussieren auf dieses Ziel. Und somit wird die Matzah ohne Zusätze der eigentliche Antrieb, um zur Matzah, dem Brot der Freiheit, zu werden. Denn nur wenn ein Mensch in sich hineingeht und sich nicht blenden lässt von rundherum, dann wird er wirklich frei kommen, wird er wirklich frei sein können. Denn bis dahin ist er ein Gefangener von all dem rundherum. Das ist genauso wie Chametz. Chametz ist Brot, es gärt. Am Schluss, die Menschen, man isst das Brot nicht um seinen Körper zu stärken, sondern für den Genuss, für den Geschmack. Chametz ist Kuchen. Das heißt, man verträumt die Pointe. Anstatt, dass ich das Brot genieße, für was es eigentlich da ist, meinen Körper zu stärken, esse ich das Brot für meine Begierde. Aber solange die Begierde da ist, blendet es mich. Und ich kann nicht durchdringen zu dem wahren Grund, warum das Brot da ist. Aber wenn die Begierde weg ist, kann ich mich konzentrieren auf den wahren Grund. Dann bin ich frei. Dann habe ich klaren Kopf und weiß, was eigentlich der Sinn ist. Das ist Matzah. Deshalb, die Matzah ist sowohl das Brot der Armut, als auch das Brot der Freiheit. Wir haben geredet über das Maror. Wir haben auch Maror. So, wir zu Pessach essen Maror. So, wir haben erklärt, warum essen wir Maror. Maror ist doch scharf, ist unangenehm. Nur wir hätten über das Maror sprechen können. Ich meine, wir tragen ja auch keine Ziegel auf dem Rücken jetzt, musst du erinnern. Wir hätten ja Maror nur erwähnen können. Warum müssen wir das Schlechte, das Bittere auch schmecken? Wir haben vorher erwähnt, weil auch heute der Maschir ist noch nicht da. Aber es gibt noch einen Grund. Es gibt noch einen Grund. Und zwar, dieses Maror drückt etwas aus. Die ganze Qual, die die Juden in Ägypten erlebt haben, war ja nicht umsonst. Es war, um sie vorzubereiten, die Torah zu erhalten. Ja, die Gemara sagt, Isurin Mechaprin. Das Leid, das ein Mensch durchmacht, sühnt seine Sünden, wäscht seine Seele rein. Das ist quasi die erste Freitag. Ja. Und wir essen das Maror im Andenken dieses Leid. Wir essen noch heute Maror. Warum? Weil wir wollen zu Gott sagen, lieber Gott, die Juden mussten in Ägypten 210 Jahre leiden in der Sklaverei, damit sie etwas Großes bekommen, damit sie die Tora bekommen. Sie mussten viel durchmachen. Wir sagen zu Gott, lieber Gott, wir wollen das nicht durchmachen. Wir wollen nicht so viel Leid durchmachen, obwohl wir wissen, es wäscht uns rein. Wir wissen, dass das zum Guten ist, alles ist zum Guten. Aber wir wollen es nicht durchmachen. Wir bitten dich, wir essen dieses Maror. Und möge all das Leid, das auf uns noch zukommen sollte, um unsere Sünden reinzuwaschen, möge es mit diesem Maror genug gewesen sein. Das heißt, wir essen das Maror und sagen, bitte übertrag alles Leid, das auf uns zukommen sollte, auf dieses Stück Maror. Und damit ist es hinter uns. Und so wascht uns rein von all unseren Sünden. Das ist das Maror. Aber wir tunken das Maror auch in Charoset. Charoset ist der Lehm, aber warum ist dieser Lehm süß? Wir wollen uns an den Lehm erinnern, aber was nehmen wir? Nüsse, Äpfel, Birnen, Wein. Warum muss der Lehm süß sein? Wir tunken das Maror in Lehm, soll uns an die Arbeit dienen, aber am Schluss versüßen wir doch das Maror damit. Das ist die Pointe. Die Pointe ist, dass wir nicht nur zu Gott sagen, bitte alles Leid, das wir haben, soll durch dieses Maror hinter uns gebracht worden sein. Und wir sagen, wir wollen alles Schlechte auch versüßen. Und das ist noch ein Ausdruck von, wenn auf uns Schlechtes kommen sollte, bitten wir dich, dass wir mit dem Eintunken von Leid in Süß, wir unser Leid versüßen. Dass es nicht so schlimm ist. Dass es abgeschwächt ist. Ja, wenn ein Mensch das weiß, er wird Maror anders essen. Er wird anders tunken in Charose. Wenn er weiß, dass er mit dieser Tätigkeit so eine Sache bewirken kann, das ist nicht ein Stück Kraut, sondern eine ganz andere Bedeutung. Okay. Das
ist das Maro. Gut. Dann haben wir geredet von den 4 Gläsern Wein, die wir trinken. Wir haben gesagt, dass die 4 Gläser Wein, sie symbolisieren die 4 Ausdrücke der Erlösung, aber sie symbolisieren noch vieles mehr. Sie symbolisieren auch diese 4 Söhne. Interessant, wie in der Haggadah reden von 4 Söhnen. Der Weise, der Böse, der Einfältige, der, der nicht fragen kann. Chacham, Rasha, Tam, Vesh, Enoi, der Lishon. Diese 4 Söhne, was sind diese 4 Söhne? Weil die Tora redet über 4 Söhne. Die Tora redet über 4 Söhne. Und wir machen aus diesen 4 Söhnen so eine Szene, Kilo. Wir trinken 4 Gläser Wein für jeden Sohn. Ah. Was will uns das alles beibringen? Hier, das ist eines der faszinierendsten Teile der Haggadah. Also wenn man sie richtig versteht, wenn man das analysiert, versteht man, dass sie uns die Torah beibringen möchte, wie man seine Kinder erziehen soll oder seine Schüler erziehen soll. Und jeder ist anders. Die Torah gibt hier 4 verschiedene Erziehungsmethoden für 4 verschiedene Arten von Kindern. Dass die Söhne drücken, sind 4 Kinder, das können sogar unsere eigenen Kinder sein. Wir können ein Kind haben, er ist ein gescheiter Mensch. Es geht nicht, der Weise ist kein Gescheiter, es geht nicht, auch der Böse ist ein gescheiter Mensch. Der Weise ist ein Mensch, der gern, er möchte die Dinge lernen. Er fragt, Mai dort, was sind diese Gesetze, die ihr tut? Interessiert mich zu wissen, was machen wir? Und du bringst ihn bei. Der Böse, dann gibt es aber ein Kind, der sagt, ich mache, aber warum muss ich das machen? Er ist skeptisch. Er hinterfragt alles. Er ist nicht zufrieden. Wird mir jemand letztens erzählt, dass sein Sohn hat zu Hause gepustet und hat begonnen, sich zu beschweren. Was brauche ich dieses Pesachfest? Immer putzen. Und auch, das kostet so viel Geld. Liebe, hättet ihr mir Geschenke gekauft anstatt Fleisch? Ist er deswegen ein schlechtes Kind? Kein schlechtes Kind. Aber er ist ein Kind, dem du die Dinge anders erklären musst. Du musst ihn erziehen auf eine andere Weise. Und dann gibt es ein einfältiges Kind. Ja, es ist ein Kind, ein naives Kind. Hat nicht viel gelernt, ist naiv. Musst du ihm erklären, auch wenn du kannst ihm nicht erklären, wenn du ein Geschwür einem weisen Kind oder nicht einem bösen Kind. Dann gibt es einen, der kann überhaupt nicht fragen. Er ist stumm, Kilo. Er sieht. Also er hat fest, ein Kind, das nicht fragen kann, das zeigt etwas. Es kann sprechen, es redet mit seinen Freunden. Wenn es nicht fragen kann, zeigt es, dass es ein Desinteresse gibt. Es gibt eine gewisse Gleichgültigkeit. Ich bemühe mich nicht einmal zu fragen. Ich sehe, aber es interessiert mich nicht. Wie gehe ich mit so einem Kind um? Und die Haggadah erzählt uns über diese 4 Kinder. So, jetzt, eines der Erklärungen sagt, dass diese 4 Kinder sind eigentlich 4 Generationen. Das sind 4 Generationen. Eine Generation hinter der anderen Generation. Wir wissen, es gibt immer einen Fall. Die Generationen fallen stetig. Die Generation davor war immer stärker als die danach. Es sind 4 Generationen. Es gibt den Weisen, das ist die erste Generation. Alle waren noch religiös, haben alle Güte, alle wussten. Sie haben gelernt. Fürs Wissen, fürs Lernen, fürs Besserwissen. Die Generation danach, das ist einer, der alles weiß, aber dagegen geht. Nicht aus Unwissenheit. Er will nicht. Das gab es wirklich. Das gab es immer wieder in der Geschichte. Dass die Eltern waren sehr religiös. Und dann die Kinder gingen auf die Uni oder was auch immer. Auf einmal, sie haben sich ganz verdreht. Und nichts mehr damit zu tun. Obwohl sie haben gelernt in die Shivot, in Trede. Sie wissen gut. Aber sie wollen nichts mehr damit zu tun. Das ist für sie eine alte Welt. Sie wollen nur leben, modern und so weiter. Das ist die dritte Generation ist der. Die zweite Generation ist ein Rebell. Die dritte Generation ist der Einfältige. Das ist der Sohn von dem Rebell. So, der böse Sohn hat seinem Kind nichts mehr, was hat er ihm beigebracht? Gar nichts mehr. Hat ihm nichts erzählt, gar nichts. Aber nichtsdestotrotz, dieser Sohn hat einen Großvater. Und der Großvater hat ihm beigebracht, so viel er konnte. Und er hat noch gewisse Fragen. Aber sein Wissen ist so sehr unstabil.
Und dann kommt der letzte Sohn, der vierte Sohn. Und dieser Sohn hat den Urgroßvater gar nicht mehr erlebt. Und der Großvater hat ihm nur Blödsinn erzählt. Aber was erzählt ihm der Vater? Der Vater weiß auch nichts mehr. Das, was mein Großvater gesehen hat, das ist auch nur ein Bruchteil. Mein Großvater hat die Info bekommen. Vom Vater hat er das Gift bekommen. Was gibt er seinem Sohn weiter? Er ist lieber ruhig, er sagt ihm gar nichts. Und dann, das ist dann die vierte Generation, die nichts weiß. Aber nichtsdestotrotz, alle sitzen um den Sedertisch herum. Alle Generationen sitzen zusammen. Nein, alle Generationen. Wenn Pessach war, waren alle zusammen. Na ja, auch jetzt sitzen alle Generationen. Und auch hier siehst du das. Siehst du, wie die Menschen, jeder sitzt, jeder hat seine. Am Schluss alle kommen zusammen. Deshalb ist dieser gemeinsame Tisch eine riesengroße Gelegenheit, das Schöne rüberzubringen. Das richtig rüberzubringen. Der Baruch Rebbe hat gesagt, dass heute gibt es sogar einen fünften Sohn. Zu Zeiten der Haggadah, als der Haggadah geschrieben wurde, kannte man nur vier Söhne. Das Schlimmste war ein Sohn, der nichts gefragt hat, aber ist noch immer gekommen zum Tisch. Er ist trotzdem gekommen. Aber heute gibt es sogar einen fünften Sohn, der überhaupt nicht mehr kommt. Der überhaupt nicht mehr kommt. Das ist vielleicht eines unserer großen Aufgaben, die wir haben, diesen fünften Sohn auf den Tisch zu bringen. Jemand hat einmal gefragt, es ist eine bekannte Frage, warum die Juden, vor allem die Israelis, sind so pfiffige Köpfe mit Start-ups. Ja, es gibt in Israel proportional zu der Bevölkerung so viele Start-ups, so viele Entwicklungen wie in keinem anderen Land auf der Welt. Jemand hat einmal gefragt, wie seid ihr so gescheit? Ja? Der fünfte Sohn, ne? Nein, und man hat ihm geantwortet. Die Antwort war, weil die Tora hat das allererste Startup gemacht. Das ist Leila Seder. Leila Seder ist so ein Startup, so eine Entwicklung, so ein Erlebnis. Jeder, der einmal daran teilgenommen hat und hat es richtig mitbekommen, er kommt anders raus. Der erfunden hat, wie man etwas überliefert, und hat erfunden, die Chachamim, die das so eingebaut haben, die Chachamim, eigentlich die Torah, die hat die Mitzvot aufgetragen, das ist so genial, eine Überlieferung weiterzugeben, indem du sie schmeckst, indem du alle Generationen auf den Tisch hast, egal wie du bist, du gehörst dazu. Auch wenn du nicht mehr fragen kannst, du gehörst trotzdem dazu. Allein diese Aussage ist revolutionär. Aber nichtsdestotrotz gibt es einen Fund. Du sagst, es ist wichtig, dass man einen fünften Sohn zu Tisch holt, der das überhaupt nicht kennt. Und der ist nicht schuld daran. Denn wer das einmal erlebt, du tust diese Kette, dieses Glied in die Kette, die du schon bist dazu. Das kommt aber nicht mehr raus. Vier Söhne, Erziehung, irrsinnige Sache. Deshalb ist so wichtig, Leila Seder, auf die Kinder zu schauen. Jeder, der Kinder hat, nicht die Kinder, Aufmerksamkeit auf die Kinder. Das vorher erwähnt, dass Leute reden per Tisch, bla bla bla. Man muss ein Augenmerk auf die Kinder haben. Das ist ein Sohn, das ist Tochter. Andere haben auch Kinder. Wie kriegen das die Kinder mit? Wenn das für sie kein positives Erlebnis ist, ist das alles nicht ausgezahlt. Und man muss dafür sorgen, dass die Kinder fragen, dass man den Kindern erzählt. Manchmal die Agada ist für sie zu langweilig, dass man erzählt als Vorbereitung. Eine Ort Chashuv. Und da war sie. Es war im Holocaust, 1945, in Bergen-Belsen. Es gab dort einen Rebbe, einen Admor, ich habe seinen Namen vergessen. Er war die führende jüdische Kraft dort. Ein Rebbe. Und er wollte organisieren zu Pessach, dass man Matzot backt. Und er hat gefragt den Wächter, den Nazi, ob er ihnen geben kann Mehl, anstatt 8 Tagen Brot für Pessach. Nur Mehl, Kilo. Sie wollen nicht, sie wollen anstatt Brot für Pessach, Brot für die 8 Tage Pessach, Mehl. Er war einverstanden. Er hat ihnen Mehl gegeben, sie haben Matzot gebacken, einen kleinen Ofen selber gemacht. Oder so.
Und sie haben gebacken. Dann auf einmal ist der Wächter gekommen, hat alles niedergeschlagen, hat alle dort zerfetzt, geschlagen. Die waren alle kaputt. Von dieser Geschichte ist ihnen geblieben ein kleines Stück Matzah. Wird Lela Cedric kommen. Und alle haben sich gefragt, wer wird dieses Stück Matzah jetzt essen? Wer soll es essen? Alle haben sofort gedacht, der Rebbe soll es essen. Weil er ist ein Rebbe. Dort gab es eine Frau, sie war eine Witwe. Sie hat gehabt ein kleines Kind. Und sie hat gesagt, ich glaube, mein Kind soll es essen. Weil die ganze Geschichte von Leila Seder dreht sich um die Kinder. Wenn er das, es geht um ihn in dieser Geschichte, also soll er es essen. Und der Rebbe war einverstanden und sagte, man hat es ihm gegeben zu essen. Danach, nachdem der Krieg schon vorbei war, alle sind rausgekommen, hat man für diese Frau einen Schiduch gesucht. Und der Schiduch, wurde der Rebbe als Schiduch vorgeschlagen. Und sie war sich sehr gewundert. Rebbe, er ist eine einfache Frau. Hat der Rebbe ihr gesagt, nachdem ich gesehen habe, wie wichtig für dich die Überlieferung ist an dein Kind, habe ich mich entschieden, dass du die allerbeste Frau sein kannst. Dass du sich jüdische Werte weitergeben kannst. Jetzt weißt du, halachisch gesehen, kannst du sagen, nein, er ist ein Kind. Er muss gar nicht mal zeißen. Er ist ja noch gar nicht Bar Mitzvah. Rebbe. Ich auf gar Rebbe. Auch eine Frau muss man zeißen. Aber von der Idee von Pesach, bemerkt das Kind sollte man zeißen. Weil es geht um die Kinder. Wenn wir die Kinder versäumen zu Pesach, wir haben den Mittelpunkt versäumt. Deshalb sind die 5. Saison so relevant für den Zedertisch. Mhm. Ja. Einmal war jemand in Walcheren. Es gibt eine Geschichte. In den 80er Jahren gab es eine Gruppe von Juden, die wollten nach Israel auswandern. Aber man hat sie nicht gelassen. Auch Kommunismus. Einer davon ist heute ein Knesset-Abgeordneter. Juli Edelstein. Man wollte sie nicht lassen, sie wollten demonstrieren, eine ganze Geschichte. Man hat sie verhaftet, sie gingen ins Gefängnis viele Jahre. Man nannte diese Menschen Asirei Zion, die Gefangenen von Zion. Sie wollten nach Israel kommen und wurden deshalb ins Gefängnis gesteckt. In der Welt hat man viele Demonstrationen für sie gemacht. Und jemand hat vorgeschlagen, ich glaube ein israelischer Journalist, da beim Reden, hat ihn vorgeschlagen, dass man vielleicht einführen sollte, der Rebbe kann ja seinen Leuten sagen, dass man zu Leila Seder einen Sessel hinzufügen soll, der leer bleibt, als Zeichen für diese Leute, für alle die Juden, die nach Israel kommen wollen, nicht kommen können. Ein leerer Sessel, das soll ein Symbol sein. Es gibt noch so eine Geschichte, entweder andere Version oder eine echte Geschichte, dass das auch nach dem Holocaust, jemand hat gesagt, noch ein Sessel für die verlorenen Juden im Holocaust, die nicht da sind. Egal wie die Version ist, dann diese Antwort ist dieselbe. Der Rebbe hat gesagt, das ist eine gute Idee. Anstatt dass der Sessel leer ist, bringen wir einen anderen Juden, der nicht dabei wäre, zu Tisch. Und dann haben wir wirklich gewonnen. Dass wir noch jemanden eine jüdische Erziehung geben, der nicht da wäre, ist besser als ein leerer Sessel. 5. Saison. Das ist die 5. Saison. Jeder kurze Überlegung. Ein Bekannter, ein Cousin, ein Leider, jeder. Sehr chaschuf. Sehr aber chaschuf, gell? Okay. Ja, also das sind die 4 Söhne, die wir erwähnt haben. So, jetzt, wenn wir uns anschauen, wir haben 4 Söhne. Wer ist Schritt 2? Wer ist der 2. Sohn? Der Rascha, der Böse. Weiser, böse, einfällig und nicht fragen kann. Eigentlich müsste der Böse der 4. sein. Weil er ist ja von dem Niveau ganz unten. Er ist dagegen. Wieso ist er der 2? Das habe ich nicht gemerkt. No. Weil er wenigstens böse ist. Das heißt, es bewegt ihn. Perfekt. Die eine Erklärung sagt, weil er, da er dagegen ist, hat er noch eine Beziehung dazu. Aber der 4. Sohn, der nicht einmal fragt, da es ihm egal ist, hat auch keine Beziehung mehr dazu. Das ist viel schlimmer. Er ist kalt dem Gegenüber. Der Böse emotionell, es beschäftigt ihn. Deshalb ist er dagegen. Er müsste davor weglaufen, aber er kann nicht. Deshalb ist er dagegen.
Es gibt noch eine Erklärung. Man hat den Bösen gesetzt neben den Weisen, daneben den Weisen, um einerseits dem Weisen zu sagen, deine Aufgabe ist es, auf den Bösen Einfluss zu haben. Das ist deine Aufgabe, du kannst von dir davon nicht weglaufen. Denn nur du kannst das. Der Einfältige kann es nicht. Der nicht fragen kann, es auch nicht. Wer kann es? Das kann nur der Weise. Und zweitens hat man den Weisen gesetzt neben dem Bösen, um dem Weisen zu sagen, der Faden zwischen einem Weiser zu sein und einem Böser zu sein, ist sehr dünn. Denn sowohl der Weise als auch der Böse wissen die Tora. Wo ist dann der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Dass der Weise möchte sie auch erfüllen und der Böse widersetzt sie. Wovon hängt das ab? Das hängt ab von deiner Gottesfurcht. Wenn ein Mensch gottesfürchtig ist, er macht den Mitzvot. Wenn der Mensch böse ist, auch wenn er sie weiß, er macht sie nicht. Und der Faden zwischen Weise und Böse ist sehr dünn. Man sagt dem Weisen, du kannst auch ein Böser werden. Alles hängt davon ab, wie wichtig dir diese Dinge sind. Das hat mit Wissen nichts zu tun. Der Mensch kann sein ein großer Gelehrter, aber er fällt sich genau im Gegenteil. Es gab eine Zeit, wo die Menschen waren große Gelehrte und sie haben sich gegen das Judentum gewendet. Man erzählt über einen bekannten israelischen Politiker vor 70 Jahren, dass er Talmud gelernt hat am Schabbat mit einer Zigarette ohne Kippa. Das war dann gelehrt. Talmud lernen muss man Gelehrter sein. Also es reicht nicht nur, dass du weißt, du musst es auch umsetzen. Und umzusetzen brauchst du Gottesfürchtigkeit. Das muss dir wichtig sein. Und deshalb hat man den Weisen gelegt neben dem Bösen. Nun, Satasche, mögen wir den Leila Seide richtig machen, mögen wir auf unsere Kinder und auf uns den richtigen Einfluss üben. Satasche, Leshana Abba, Birushalayim. Das ist